Bei uns ist aus Sachsen heute hierher gekommen, ist der Ministerpräsident. Herzlich willkommen, Michael Kretschmer. Guten Abend, Herr Kretschmer. Schön, dass Sie da sind. Eine interessante Frage, wer Bundespräsident wird. Dabei wird es doch Günther Jauch, das weiß doch jeder. Ja, das habe ich auch gedacht. Aber jetzt, wo der Söder seinen Hut in den Ring hat, so. Weiß ich nicht, ob das dann noch geht, Herr Jauch, keine Ahnung. Was haben Sie gedacht, Herr Kretschmer, als Sie diese Wahlergebnisse am Abend gesehen haben? Apropos Söder, haben Sie Mitleid gehabt mit dem Kollegen in Bayern oder dachten Sie, wow, was für ein Selbstbewusstsein, so ein Ergebnis noch als Sieg zu verkaufen? Ich habe zu Markus Söder gedacht, hier, ja, beobachte dich jetzt seit einem Jahr. Du hast so eine harte Zeit, du hast so viele furchtbare Dinge erlebt und du hast so viele positive Sachen für Bayern erreicht. Gut, dass du jetzt diesen Tag erreicht hast und es ist ein schönes Wahlergebnis, von dem das kann man aus weiterarbeiten. Das schlechteste in Bayern jemals für die CSU? Ja, es geht auch darum, dass man diese Arbeit fortsetzen kann und sie auch so einen gestalterischen Moment haben kann. Und das ist für ihn möglich und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Gut, und Kanzlerkandidat wird er nicht mehr und seit Sonntag ist dann Friedrich Merz für Sie auch gesetzt als Kanzlerkandidat? Friedrich Merz ist unser Kanzlerkandidat sicherlich, aber die Frage stellt sich jetzt gar nicht. Wir haben ganz andere Probleme. Es ist Krieg auf der Welt, wir sind unmittelbar betroffen, wir erleben eine Frustration in der Bevölkerung über die politischen Abläufe. Das ist ja das Hauptthema gerade. Dann reden wir über das Hauptthema. Die Migration ist das eben, was nach allen Wahlanalysen der AfD eben diese Werte gebracht hat. In Hessen 18%, in Bayern 14%. In Sachsen aber sind die Umfragen eben so, dass die AfD bei 30% liegt, damit wäre sie die stärkste Partei. Ist es die Migrationsfrage Ihrer Meinung nach? Ja, aber es kommt noch mehr dazu. Es ist ein Politikansatz, der nicht verbindet, sondern der spaltet. Wir haben ja jetzt viele Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. Übermorgen treffen wir uns wieder in Frankfurt, die einstimmig sind, wo die Kollegen sagen, so können wir nicht miteinander umgehen im Bereich der Energiepolitik, im Bereich der Migration, auch in anderen Fragen. Und es ist nicht möglich, mit dieser Bundesregierung auf Augenhöhe vernünftig zusammenzuarbeiten. Und deswegen ist das Thema Migration ein ganz zentrales. Wir reden seit einem Jahr darüber. Es ist erkennbar, was passiert. Bis vor wenigen Wochen ist das noch geleugnet worden. Jetzt hat man so ein Gefühl, es könnte da Bewegung reinkommen. Aber wir müssen feststellen, wir sind am Tag 36 nach dem Deutschlandpakt. Vor 36 Tagen hat der Kanzler das gesagt. Vor 36 Tagen haben die Ministerpräsidenten gesagt, ja, wir machen damit, auch die Opposition im Bundestag, wir wollen das. Und seitdem ist nichts passiert. Was soll man davon halten? Bevor wir dahin gehen, was passieren muss, noch mal eine Frage. Warum profitiert denn die CDU in der Opposition sozusagen nicht? Die ist ja nicht in der Ampelregierung beteiligt. Hat aber jetzt in Hessen mit Boris Rhein profitiert in einem Bundestrend. Ist es noch nicht absehbar und in Sachsen eben auch nicht. Kann das daran liegen, dass sozusagen das CDU-Credo von Angela Merkel Ihnen noch nachhängt, also von 2015, wir schaffen das? Vielleicht. Ohne dass man aber wusste, was genau zu vielleicht, schaffen ist? Vielleicht, aber wissen Sie, es ist, glaube ich, eine so starke Krise der Demokratie und der Akzeptanz unserer Abläufe, dass ein größerer Teil der Bevölkerung sagt, es muss hier mal richtig Protest gewählt werden. Mhm. Und das ist extrem gefährlich. Ich habe das in den Sommermonaten in den westdeutschen Bundesländern erlebt, bei meinen vielen Besuchen. Ich habe es genau so auch gespürt. Ich habe mich erinnert gefühlt, wie war es in den neuen Ländern vor einigen Jahren. Und deswegen müssen wir aus staatspolitischer Verantwortung jetzt Probleme lösen. Das Thema Migration, das Thema Energie, diesen Niedergang der deutschen Wirtschaft, den viele erleben, dieser übergriffige Staat. Und das Angebot ist da. Also man muss es nur ergreifen. Die Ministerpräsidenten, die Opposition im Deutschen Bundestag, wir in Sachsen, wir machen da gern mit, aber man muss aufeinander zugehen. Ministerpräsidenten haben eine Verantwortung, gerade beim Thema Migration. Ich möchte Ihnen ganz kurz zeigen, was Sie vor anderthalb Jahren gesagt haben, als eben der Krieg in der Ukraine losging und der Auswärtige Ausschuss des Bundesrates tagte. Da war Michael Kretschmer an der Spitze. Viele von denen werden nach Deutschland kommen. Wir als Länder sagen deutlich, Sie sind hier willkommen. Kommen Sie nach Deutschland. Waren Sie zu optimistisch, weil es sind ja viele nach Deutschland gekommen? Ja, zum Glück. Ich meine, die Menschen sind von einem furchtbaren Krieg betroffen gewesen. Und sie waren hier und sie sind hier willkommen. Aber man sieht natürlich diese 1 Million Menschen aus der Ukraine, die fordern uns. Und jetzt sind wir bei 640.000 noch zusätzlich in diesem Jahr, die aus anderen Regionen kommen. Ich werde nach der Sendung nach Görlitz fahren, an die Grenze, wo ich herkomme, zu den Bundespolizisten, die eine absurde Situation erleben. Und wir seit Wochen und Monaten sagen, es muss anders sein, es muss zurückgewiesen werden, es muss kontrolliert werden, man kann so nicht umgehen. Was sollen eigentlich diese Staatsdiener denken von ihrer Regierung, dass so fahrlässig wir in diese Migrationskrise reinkommen? Und Ihr Vorschlag wäre?
Grenzkontrollen. Nein, es ist jetzt ein Maßnahmenpaket, das wir auch in Auftrag gegeben haben als Ministerpräsidenten über die Innenminister. Es sind viele Dinge, die zusammengehören. Und es ist leider so, dass in der Tat, das war ja jetzt auch in Ihrem Gespräch zu hören, viele Punkte jetzt schon überschritten sind. Wir haben jetzt einen Zulauf auf Deutschland, der uns in den nächsten 3 Monaten noch extrem fördern wird. Die nächsten 3 Monate werden extrem anstrengend. Und was wir jetzt tun können, ist der Bevölkerung das Signal geben, es wird sich danach etwas ändern. Nochmal, also Grenzkontrollen, ist das wir eine müssen der Sachen, erstens die Sie über die Frage von Sozialleistungen reden. Wir haben ja darüber gesprochen, dass man das Grundgesetz auch anpassen kann. Das ist 1993 gemacht worden. Da geht es nicht so sehr darum, dass man tatsächlich das Grundrecht auf Asyl abschafft, sondern dass man über diesen Tatbestand, wer bekommt welche Sozialleistung, müssen abgelehnte Asylbewerber, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, die gleichen Leistungen bekommen wie diejenigen, die hier zurecht sind. Nein, müssen sie nicht. Mhm. Was ist mit den Rückführungsabkommen? Die Bundesaußenministerin schafft es, Abkommen zu schaffen, dass Afghanen jetzt zusätzlich ins Land geholt werden, aber Rückführung schafft sie nicht. Ja, und so kann man viele, viele Punkte finden, die am Ende dafür sorgen werden, dass nicht mehr so viele Menschen nach Deutschland kommen. Und ich will Ihnen auch sagen, ich war in diesen Flüchtlingslagern, ich war in Catania, ich habe Menschen getroffen, die so ein Bootsunglück überlebt haben. Das ist eine furchtbare Situation. Wir müssen alles dafür tun, dass die Mittelmeergrenzen gesichert werden. Wir müssen mit Libyen und anderen Ländern zusammenarbeiten, dass die Menschen nicht aufs Wasser gehen. Und wir müssen Lebensperspektiven schaffen, dort, wo sie herkommen. Trotzdem eine, 2 Nachfragen tatsächlich. Einmal, weil Sie jetzt das Asylrecht angesprochen haben. Also Markus Söder sagt, nein, wir müssen tatsächlich das Grundrecht auf Asyl, das ist ein individuelles Recht, das müssen wir auch in Frage stellen. Gehen Sie so weit mit oder nicht? Also ich würde mal von dem Ergebnis erzählen. Wir haben jetzt eine Überforderung und alle sagen das, Bürgermeister, Landräte, Ministerpräsidenten, die Kirchen, ja, die Sozialverbände. Warum handelt diese Regierung nicht? Und jetzt würde ich sagen, es ist ein schwieriges Bündnis. Man weiß nicht, wie die Machtstrukturen da drin sind, aber man darf sich jetzt nicht weiter verzwergen und man muss raus aus dieser Koalitionsarithmetik, dass der eine den anderen erpressen kann. Deswegen, unser Vorschlag ist, eine parteiübergreifende Kommission, gesellschaftsübergreifend, die klar sagt, was ist die Zahl, erstens, welche Zahl können wir in Deutschland aktuell wirklich gut betreuen, auf welche Zahl von Schutzsuchenden können wir uns einlassen. Okay. Wenn wir die haben, werden wir die Instrumente dafür finden, um das am Ende auch zu organisieren. Bin ich mir ganz sicher. Sie haben mal über Ihre Großmutter etwas gesagt, weil die aus Schlesien kam. Und Sie haben in einem Interview mal gesagt oder in einer Veranstaltung in Schneeberg, sie war so etwas wie eine Asylantin. Also sie wäre möglicherweise dann eine von denen gewesen, sage ich jetzt mal. Sie war auf der Flucht. Wo man dann sagt, ja, aber du bist jetzt die eine. Sie ist mit ihrem Leiterwagen, einem kleinen Baby und ihrer alten Mutter am brennenden Dresden vorbeigezogen. Und es ging ihr super schlecht. Und wenn nicht Menschen ihr geholfen hätte, hätte sie es nicht überlebt. So. Und deswegen muss man, wenn man Nein sagt, als Christ oder auch als anständiger Mensch, Nein sagt zu dem, die jetzt als Asylsuchende herkommen. Aus welchen Gründen auch immer. Und wenn es nur wirtschaftliche Gründe sind, man muss das mit Anstand tun. Und ich finde auch, wie gesprochen wird über diese Seenotretter, über die Menschen, die Leute vom Ertrinken retten, das ist so eine furchtbare Sprache. Es ist wirklich das Letzte. Und ich finde, wir müssen dafür sorgen, dass wir eine Lösung finden, dass nicht das, was der Papst sagt und berechtigt ist, das Mittelmeer ist das Massengrab der Menschenwürde. Das darf so nicht weitergehen. Und dafür müssen wir vernünftige Instrumente finden. Wir sind mit daran schuld, mit unseren Pull-Faktoren, mit den Sozialleistungen, mit der Unfähigkeit, Rückführungen zu organisieren und, dass die Menschen sich hier auf den Weg machen. Gut, ich halte fest, Sie würden die Sozialleistungen daran gehen, Sie würden sozusagen an die Frage der Außengrenzen rangehen. Grenzkontrollen Punkte. In Sachsen ist nochmal eine wichtige Frage, weil die IHK in Sachsen gerade gesagt hat, stationäre Grenzkontrollen sind einfach ganz schlecht für die Pendler, für Lieferketten, für die Frachtkräfte. Ja. Und Sie kommen aus Görlitz. Was heißt schlecht? An der bayerisch-österreichischen Grenze wird das Ganze praktiziert. Und wir haben in der Grenze, wo ich jetzt hinfahre, nach Polen, fast eine doppelt so hohe Zahl wie zu Österreich. Mhm. Wir müssen doch was machen. Wer kommt denn da ins Land? Was sind das für Leute? Also Grenzkontrollen auch dann in Görlitz beispielsweise. Ja, aber das ist ja jetzt nicht mit einem riesen Stau verbunden, sondern man macht es mit Sichtkontrolle. Die Bundespolizei wird das gut hinkriegen. Die haben es in Österreich an der Grenze hingekriegt. Die werden es auch da machen. Es geht darum, dass man kontrollieren kann, wer kommt ins Land, dass man die Leute registrieren kann und dass sich hier nicht jeder bewegen kann, wie er will.
Görlitz, weil wir das gerade angesprochen haben, ein Ort, durch den die polnische Grenze quasi durchgeht. Sie sind da geboren. Tino Chrupalla ist dort her. Sie sind beide Jahrgang 75. Das ist natürlich kein Görlitzer, das wäre noch schöner. Aber Sie sind beide Jahrgang 75. Er hat Ihnen einmal den Wahlkreis abgenommen, den er dann eben für sich als Wohnort dann auch genommen hat 2017. Sie sind beide 75 geboren. Sie sind beide in der JU gestartet. Beide haben Sie noch Helmut Kohl in Bonn getroffen und kennengelernt. Was ist denn schiefgegangen bei der CDU, dass jemand wie der Chrupalla heute bei der AfD ist und Ihnen nicht nur den Wahlkreis damals abspenstig gemacht hat, sondern heute auch die Stimmen klaut? Ich finde, bei der CDU ist alles richtig gelaufen, dass solche Leute nicht bei uns sind. Ah, okay. Aber jetzt ist er Chef der AfD und hat nicht nur Ihren Wahlkreis als seinen genommen, sondern er steht in den Umfragen stärker als die CDU. Ja, ich habe 2017 diesen Wahlkreis verloren und war dann als Ministerpräsident ein oder zwei Jahre später das erste Mal wieder im Bundestag. Und ich bin so erschrocken über diese Reden, über dieses Klima, dieses vergiftete Klima, was die AfD in dieses politische System hineingebracht hat. Es ist wirklich schrecklich und es macht, zerstört so viel dieser rechtsradikale Populismus, der da verbreitet wird. Und dem müssen wir alle aus der Mitte heraus entgegentreten, aber eben nicht mit Reden über Brandmauern, sondern mit dem Lösen der Probleme. Denken wir an die Republikaner, denken wir an die NPD. Wann wurde dieses Phänomen weniger? Als man den Nährboden entzogen hat. Wenn wir das Thema Migration geklärt haben, ich würde sagen, parteiübergreifend, das Angebot steht, das Thema Energiewende neu aufgesetzt hat, diese Überforderung, die jetzt viele bei dem Gebäudeenergiegesetz oder Ähnliches erlebt haben, es muss aufhören. Man muss ja mal sagen, wir sind jeden Tag mit den Menschen im Gespräch, aber wenn man in Berlin-Mitte in dem Raumschiff ist, dann kann man ja wenigstens die Umfragen lesen. Und die Umfragen sind doch alle eindeutig, was die Menschen bewegt, warum sie bei dieser Wahl, dieser rechtsradikalen Protestpartei so viele Stimmen gegeben hat. Ist doch eindeutig. Also kann man doch diese Themen jetzt mal angehen. Russland gehört dazu. Es gibt einen Vorwurf in der Partei, dass Sie, wenn Sie über Russland reden, zum Beispiel über die Energie, die doch kommen sollte aus Russland, die Sanktionen, die man vielleicht überdenken sollte, dass Sie dann schon fast klingen wie die AfD. Es gibt den ehemaligen Ostbeauftragten der CDU, Marco Wanderwitz, Ostbeauftragten der Bundesregierung. Der wirft Ihnen vor, wenn man mal unterstellt, dass die Aussagen von Michael Kretschmer in der Sachsen-CDU mehrheitsfähig sind, dann ist das ein Kanon, der sich deutlich von den Positionen der Bundespartei unterscheidet. Der Kanon ist in der Tat derzeit näher an den Positionen, die von AfD und Linkspartei vertreten werden. Müssen Sie, damit Sie der AfD quasi wieder die Stimmen zurückholen, manchmal so klingen wie die AfD? Nein, weder so klingen noch das Gleiche sagen. Und ich sage sehr unterschiedliche Sachen. Mhm. Ich finde, es gibt einen größeren Teil unserer Bevölkerung, der mehr Diplomatie von der eigenen Bundesregierung erwartet und der ein großes Problem damit hat, dass Waffen geliefert werden. Und diesen Teil ernst zu nehmen, sichtbar zu machen, vernünftig mit diesen Menschen umzugehen, das war meine Forderung. Und wenn Sie über Energiepolitik sprechen, über diese wirklich jetzt dramatische Situation der Abwanderung vieler Unternehmen, der Existenzgefährdung, diesen Wohlstandsverbrauch, den wir gerade haben, der so vielen Menschen Angst macht, finde ich, müssen wir ähnlich wie beim Thema Migration, parteiübergreifend, breit aufsetzen, sagen, was ist der Energiepreis, den dieses Land verkraftet? Das ist eine Zahl und dann wird daran gearbeitet. Welche Energieträger haben wir? Aber klar ist, wenn eine Bundesregierung Atomkraftwerke abschaltet, damit die Verknappung organisiert, steigen die Preise. Also müssen alle Dinge dazu. Und zu diesem dazu gehört aus meiner Sicht die Option für die kommenden Jahre, hoffentlich nicht Jahrzehnte, aber für die kommenden Jahre, dass Russland wieder ein Land wird, mit dem man arbeiten kann, was wieder zurückkehrt in die internationale Weltgemeinschaft, so wie wir Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wann soll man beginnen, wieder russisches Gas zum Beispiel dann nach Deutschland zu bringen? Sie waren da ziemlich. Zunächst muss der Krieg beendet sein. Mhm. Aber der Punkt ist ja der, wir haben unsere ökonomische Leistungsfähigkeit, unsere wirtschaftliche Kraft entscheidet darüber, ob wir uns militärisch sicher machen können, ob wir die gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken können, ob wir technologisch stark sein können, ob wir die Energiewende meistern können. Mhm. Und wir verlieren gerade derzeit an ökonomischer Kraft, weil diese Bundesregierung so viele Fehler macht. Und das sehen die Leute und deswegen stimmen sie auch so ab. Deswegen nochmal die Frage, also ab wann glauben Sie, kann russisches Gas wieder nach Deutschland fließen? Sie waren ja häufig in Moskau, Sie haben Wladimir Putin getroffen. Glauben Sie, das geht noch, solange dieser Mann im Amt ist? Ich war in meinem Leben zweimal in Moskau. Und hier sehen wir ein Bild, wie Sie und, mit Putin 92 das sitzen. Ist Petersburg. Mhm. Ich war auch zweimal in Petersburg, einmal als Student und dann bei diesem wichtigen Treffen. Kann man mit dem Menschen jetzt schon über Gaslieferung wieder reden? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht und wir dürfen uns auch nicht erpressbar machen. Aber man muss die Option erhalten. Und ich meine, wenn
eine Infrastruktur, die für Deutschland Gas geliefert hat, durch einen Terrorakt gesprengt wird. Und die eigene Bundesregierung schweigt. Schweigt, klärt nicht auf. Nord Stream 1 tut nichts dafür, dass diese Infrastruktur gesichert wird. Dann ist das nicht in Ordnung. Wir müssen dafür sorgen, dass dieser Krieg erst einmal zum Anhalten kommt und dass dann mit Verhandlungen auch dieses Sterben endlich aufhört. Und dann besteht hoffentlich bald die Option dazu. Ich habe viele Exilrussen getroffen, sehr viele Leute auch von Memorial, die haben immer gefragt, wie seht ihr das? Und die sagen immer als zentralen Satz, nein, über Russland liegt kein Fluch. Es wird nicht ewig so sein, sondern es wird auch dort Demokratie kommen. Heißt aber, dass wir die Energiepreise, die wir mal hatten, so schnell nicht bekommen werden, weil das russische Gas auch für Sie über längere Zeit noch tabu ist. Wenn man Ihnen jetzt so zuhört, dann kommt eben das, was die AfD ja manchmal über Russland sagt, in den Sinn. Es gibt diese Brandmauer. Wie stehen Sie zu der Diskussion in den nächsten Monaten, wenn die AfD möglicherweise eben stärker wird als die CDU die in Sachsen? Es gibt einen Vorschlag von einem Mann, der war mal bei der Grundwertekommission, der Chef, Professor Röder, der hat gesagt, Minderheitsregierung, CDU und dann eben sich im Zweifel die Stimmen auch mal von der AfD holen. Also die Zukunft ist gestaltbar. Die Dinge entwickeln sich. Wir können jetzt darüber schwadronieren und uns klein machen, über Brandmauer reden, über Minderheitsregierung oder wir arbeiten. Wir haben gerade über die Themen gesprochen und ich bin der festen Überzeugung, wenn man anpackt, wenn man das macht und ich halte sehr viel von dem aktuellen Bundeskanzler, er ist manchmal etwas schweigsam. Und es ist manchmal schwer, ihn zu überzeugen. Aber er ist ein sehr, sehr kluger und verlässlicher Mensch. Und deswegen setze ich darauf, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten das gemeinsam hinkriegen. Okay, das ist der Plan A. Der Plan A. Bin ich dafür? Was ist der Plan B? Was ist der Plan B, wenn Sie es nicht schaffen, mit oder ohne Olaf Scholz dahin zu kommen, dass die AfD nicht stärkste Partei wird? Machen Sie dann eine Minderheitsregierung im Zweifel mit den Stimmen der AfD? Nein, ich mache mit der AfD gar nichts. Dann wird es andere Optionen geben müssen, aber es muss der Plan A sein. Weil wo sind wir denn? Was ist das für eine Grundhaltung? Übrigens auch bei der Frage jetzt des Energie, ich habe Sie so davon kommen lassen, so preiswert wird die Energie nie mehr sein. Ja, stopp mal, das ist die zentrale Grundlage einer jeden Volkswirtschaft. Wir müssen daran arbeiten, dass sie so günstig ist, dass wir wettbewerbsfähig sind. Die Energie aus Russland war, glaube ich, konkurrenzlohnend billig, also jedenfalls was das Gas angeht. Da habe ich nur ein Fragezeichen gemacht, ob das so schnell wieder da sein wird. Darf ich Ihnen trotzdem noch mal sagen, was Tino Chrupalla... Wenn Sie gerne über Chrupalla reden wollen, sprechen Sie. Sind hier die Chefin heute. Sie haben mir ja gerade gesagt, Sie lassen mir was durchgehen. Also scheinen Sie auch ein Chef zu sein. Also Tino Chrupalla macht Ihnen ein Angebot. Er sagt, der Ministerpräsident Kretschmer schwenkt auf AfD-Linie ein, weil er weiß, dass die CDU in Sachsen keine Mehrheiten mehr erhalten wird, wenn sie dem Kriegstreiber Merz folgt. Ich wünsche dem Ministerpräsidenten, dass er sich zum Wohl der Sachsen mit seiner Linie durchsetzt. Nur so kann er seiner Partei zu den Landtagswahlen 2024 fähig zu einer Koalition mit uns machen. Also ich habe am 1. September kommenden Jahres Landtagswahl 2024. Ja. Ich habe eine sächsische CDU, die gelernt hat in den letzten Jahren, wie bösartig die AfD ist. Es ist eine klare Haltung in dieser Landtagsfraktion. Es sind hochmotivierte Leute. Ich erlebe eine Zivilgesellschaft, die das auf jeden Fall verhindern wird. Und Sie werden von Sachsen hören, im positiven Sinne. Also Plan B gibt es nicht, wenn die AfD dann tatsächlich... Dann koalieren Sie lieber mit allen Parteien, auch mit der Linken, statt eben dann mit denen... Frau Maischberger, ich muss jeden Tag früh aufstehen und den ganzen Tag hart arbeiten. Bis in die Nachtstunden. Wenn ich mir jetzt solche Gedanken machen würde, da würde mir die Kraft fehlen, mit einem Lächeln auf den Lippen an die Arbeit zu gehen. Okay, das heißt also, wir warten ab, wie die Wahlen dann sein werden. Wir glauben an Ihren Plan A und verdrängen die Frage nach dem Plan B komplett. Wir arbeiten hart dafür, dass die Themen, die die Leute aufrufen, über die sie jetzt am Wochenende abgestimmt werden, geklärt werden. Und ich finde, Sie haben recht, wenn Sie wollen, dass diese Themen geklärt werden. Das ist kein verantwortlicher Politikstil. Man hat es jetzt bei Frau Esken gesehen, man hat es bei den Grünen gesehen, die irgendwie rumschwadronieren wie bei Reinhard May. Wie war das mit dem Wahlsonntag? Ich freue mich immer auf den Wahlsonntag. So klang das, aber die Situation ist zu ernst für solche Lieder. Ein Wort noch zur AfD. Ich habe das heute gelesen von Herrn Wüst aus Nordrhein-Westfalen. Er sagt, das ist eine Nazi-Partei. Würden Sie die Wortwahl teilen? Es ist eine Partei, die Rechtsextreme duldet. Nicht jeder in dieser Gruppierung und schon gar nicht jeder Wähler. Aber eben als Parteivorsitzender oder auch als Mitglied damals im Bundestag
wer solche Reden zulässt, wer Leute wie Höcke einlädt, der macht sich mit denen gemein. Und das geht nicht. Und das zeigt den eigentlichen Kern. Diese Partei wird immer rechtsradikaler. Sie sortiert die Menschen, die Vernünftigen, die Bürgerlichen aus. Sie sind längst weg. Und deswegen, da gibt es auch kein Halten. Und diese Partei wird sich auch nicht mehr verändern. Die wird nicht zurückkommen in die demokratische Mitte. 2017, als Sie das Bundestagsmandat eben verloren haben an Herrn Chrupalla, letzte Frage zu ihm verspreche ich, haben Sie angeblich kurz darüber nachgedacht, ob Sie weitermachen in der Politik. Stimmt das? Ja, mein politischer Weg war beendet. Ich bin nach 15 Jahren im Bundestag und vielen positiven Dingen nicht mehr wiedergewählt worden. Und das war der letzte Tag. Mhm. Dann haben Sie weitergemacht, sind Ministerpräsidenten in Sachsen. Haben Sie eine Vorstellung, dass es ein Leben auch ohne Politik geben kann? Ich wünsche mir das sehr. Für wann? Ja, es wird noch eine Weile dauern, also nicht in dieser Dekade. Und sollte die Wahl, Plan B, Sie wissen schon, nicht so ausgehen, wie Sie sich das denken? Ja, also ich denke mir gar nichts, weil wissen Sie, es ist so, es wird so anders werden. Okay. Und ich glaube nicht, dass es nur drei Parteien in einem sächsischen Landtag gibt. Es werden vermutlich mehr sein und es wird schwieriger werden. Aber das ist ja das, was euch bei dieser Bundesregierung immer sehen. Die sagen immer, was die Vorgänger alles schwierig gemacht haben, dass jetzt ein Krieg ist. Jeder ist in seine Zeit gestellt und muss in dieser Zeit bestehen. Und ich bin es jetzt als Ministerpräsident. Ich muss die Arbeit jetzt machen, in der Konstellation, wie sie ist. Und ich weiß, es wird ganz anders, als wir beide uns das heute vielleicht denken. Sehen wir uns im September wieder, würde mich sehr freuen. Gerne. Vielen Dank, Michael Kretschmer, für den Besuch heute. Vielen Dank.